Wir kommen heute mal wieder zu einem Besuch bei Star Citizen und heute ist das erste Mal, beziehungsweise ich habe gestern schon mal einen ersten Blick reingeworfen und festgestellt, es gibt jetzt die ersten Missionen und zwar bei Port Olisar, wo ich tatsächlich in-game Credits verdienen kann. Ich weiß zwar noch nicht, ob die bleiben, mal gucken, ob ich die von gestern auf jeden Fall behalten habe. Und ich spiele mit euch heute mal die ersten Missionen, die dort ausprobieren sind. Gestern habe ich bisher eine Array resettet und neu gestartet und habe dabei noch einen Piraten abschießen dürfen. Und die anderen Missionen, die dort noch zur Verfügung stehen, habe ich gestern noch nicht ausprobiert. Das werde ich dann heute mal ausprobieren und euch dann direkt jetzt dazu mitnehmen. So, als erstes starte ich sozusagen in meiner Kabine. Ja, das hier ist mein Board und ja, jetzt darf ich nochmal nachschauen. Port irgendwas, Port Alastair oder Alastar war das. Also, hier sind auf jeden Fall schon mal die Missionen, die sozusagen verfügbar sind. Und was ich gestern versucht habe, ich habe versucht, die anzunehmen und irgendwie hier, ja, wie jetzt und klicken und sonst was. Aber ja, ich muss die dann hier aktivieren, dass ich sie verfolge. Auf jeden Fall das erste aktuell, oh, jetzt habe ich doch schon die Suit an, weil normalerweise ist es so, dass man ohne die Suit startet und die dann, genau, das letztlich erstmal so aussieht. Ich kann mich jetzt natürlich nur nicht von vorne sehen, weil ich kann die Kamera hier nicht frei bewegen. Und letztlich, da ich aber gleich zu meinem Raumschiff will, lege ich natürlich gleich erstmal wieder die Raumsuit an. Und mit der geht es dann los. So, meine Kabine. Ah, diesmal geht sie sogar zu. Weil gestern ist sie irgendwie offen geblieben und ich konnte sie dann... Ah ja. Konnte sie dann nicht irgendwie schließen oder irgendwas. Aber jetzt geht sie zu und die anderen sind alle gesperrt normalerweise. Da komme ich nicht rein. Ja, ist nämlich nicht meine Kabine, also werde ich da auch nicht reingelassen. So, jetzt geht es erstmal weiter zum zwei Decks nach unten. Und zwar da drüben an das nette Terminal, weil ich will ja jetzt mein Schiff fliegen. Aber mein Schiff ist noch nicht hier. Also muss ich das erstmal nach Port Alisar holen. Also meine Aurora bitte und bitte herbringen. So, wohin? Also Landing Pad B8. Ach hey, wo ist denn B? Also erstmal suchen, wo die passende Plattform ist. So, das da sind 05 bis 09. Aber das war normalerweise alles A. Ah, ich bin auf B diesmal. Gut, gestern stand ich irgendwie auf der A-Seite. Heute bin ich anscheinend woanders gelandet. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, wo das war. Ich glaube B8 war das. Gut, dann macht es keinen Sinn, dahin zu laufen, wo die 9 ist. Also 08 ist da drüben. Dann geht es hier drüben weiter. Landing Pad B8. Mal gucken, ob ich meine schon draußen sehen kann. Da hinten steht ein Schiff, das könnte meins sein. Also, Abmarsch, ab nach draußen. Landing Pad B8. So, hier ist natürlich auch jetzt wieder... weswegen ich auch die Suit brauche. Ich habe es gestern nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich ohne Suit rausgegangen wäre. Wahrscheinlich wäre ich qualvoll gestorben. So, B08 ist auf der rechten Seite. So, dann ab nach oben und aufs Landefeld. Ja, mein Schiff. Oder mein Schiff? Okay, welches ist jetzt mein Schiff? Heute sind jedenfalls noch keine Marker und Points irgendwie da. Das heißt, ich kann dort nichts dran einstellen. Gut, mal gucken, ob ich damit fliegen kann. Und falls ja, kann ich dann die ersten Missionen machen. Na, zack. Landing complete. Landing request approved. Sieht ganz so aus, als könnte ich das Ding jetzt fliegen. Bin ich noch in der falschen Kameraperspektive? Landing request
Ja. Okay. Alle Systeme online. Und ich kann starten. Einfach Schub geben und lenken, fliegen. Nein! Ah! Das hat schon mal besser funktioniert. Wieso funktioniert das diesmal nicht? Ich bin wieder hängen geblieben. Also nochmal irgendwie Schub geben. Und irgendwie schaffen hier... Ja, das sind so die berühmten Vorführeffekte. Ich hänge hier irgendwie schief rum. Okay. Okay, soweit, so gut. Gestern habe ich es auch schon geschafft, hier an einem von diesen Raumstationen zu zerschellen. Aber zum Glück ist das hier jetzt noch nicht so kritisch, dass ich dann mein Schiff komplett verliere, sondern das kann ich dann wieder abrufen und nochmal neu starten. So, also zurück zu den Missionen, die bisher da sind. Erstmal noch einmal zurück in das Menü. Also aktuell habe ich meine... Also irgendwie scheint das heute nicht sehr stabil zu funktionieren, mein Armband. Oder mein Head-Up-Display oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Credits von gestern habe ich behalten. Und ja, hier sind jetzt alles noch sozusagen noch nicht verfügbar soweit. Das fehlt alles soweit noch. Aber hier das Journal ist schon sichtbar mit ein paar Informationen. Also willkommen to Port Olisar, wo man hier ein bisschen so rumfliegen kann und so weiter machen kann. Dann Crusader Industry Alert und Yela Travel Advisory. Travel Advisory ist ein Effekt for all ships near Yela. Da wir aber dann auch, können wir auch nochmal hinfliegen. Was sagt der Area is heavily policed by Crusader Security. Outlaws haben es schwer. Also die Region ist ziemlich sicher, man kann da jetzt nicht so ohne weiteres abgeschossen werden. Aber ich will ja jetzt erstmal noch ein paar Missionen aufnehmen. Also als erstes fliegen wir mal zu einem von den Repair Arrays und ja, alles weitere dann während der Mission. Weil es gilt jetzt dann natürlich das Ganze zu finden und zu erreichen. Also das eine, da ist jetzt schon das Tracking. Und wo ich den Uplink wiederherstellen soll. Und dazu brauche ich natürlich ein bisschen mehr Boost, und zwar mein Quantum Mega Drive irgendwas. Und zwar, also das ist jetzt sozusagen die Destination Selektion. Mein Quantum Fuel ist sozusagen auf Maximum 100% und das sind 10 Millionen, glaube ich. Und wie ihr seht, 1% wird verbraucht, wenn ich jetzt das Quantum anspringe. Also auf zum Uplink, beziehungsweise zum Com-Array, um den Uplink wieder in Ordnung zu bringen. Mal gucken, ob ich es heute besser hinbekomme, nachdem ich jetzt zumindest schon ein bisschen weiß, worum es geht. Und da ist auch schon der erste Pirat, den ich dann... Wie viele Piraten sind es? Ein oder zwei? Zwei diesmal. Naja, hoffen wir mal, dass ich beide klein bekomme. Und das Ganze sich recht einfach ausnimmt. So, der feuert schon auf mich, dann werde ich das wahrscheinlich auch hinbekommen. So, ein bisschen in Vorhaltung gehen. Meine Waffen... Inbound Missile. Okay, den ersten habe ich ihn jetzt schon beiseite gerammt. Okay, Schilde sind wieder online und sind auf Maximum, von daher kein großes Risiko. So schlimm sind die bisher nicht gewesen. Ich hoffe, das bleibt so. Jetzt muss ich mal überlegen, irgendwo
wo ich hier meine Geschwindigkeit entsprechend anpassen kann. Okay, das ist der verkehrte. Auf den Uplink sollte ich jetzt nicht, auf das Kommerei sollte ich nicht unbedingt schießen. Okay, das sind, glaube ich, die Fliehkräfte. Wenn ich da zu schnell hin und her steuere, dann werde ich halt fast bewusstlos. Okay, die Schilde kann ich im Moment nicht so genau sehen, wie gut. Oh! Mein MK-Laser ist destroyed. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt habe ich nur noch einen Laser? Okay, also die Mission wird heute schon etwas spannender. Uiuiuiui. Ich werde dich schon noch erwischen. Was? Schilde kaputt? Ist aber schlecht. 25%, das ist aber nicht gut. Ich glaube, mit dem Schiff heute mache ich es nicht sehr lange. Also, beziehungsweise mit den Beschädigungen, die ich wahrscheinlich schon habe. Irgendwie funktioniert die Lenkung auch nicht mehr so optimal. Ah, genau, bieg dich. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt fliege ich nochmal zurück, versuche dort zu landen und hoffe, dass mein Schiff danach wieder in Ordnung gebracht wird. Also, Quantum blablabla blub und ab zu Port Alisar. Und los geht's. Das mit dem Landen ist auch noch so eine Sache. Da habe ich gestern ziemlich rumgegurkt, um die letzten 5 mm irgendwie hinzubekommen. Oh, nicht so schnell. Genau deswegen bin ich gestern auch irgendwo dann gegen gecrasht, weil das Ding so dermaßen schnell unterwegs war. Okay, da sind jetzt so die ganzen Landeplattformen. Ah, stopp. Weiß gar nicht, wieso der immer gleich so einen riesen Boost draus macht. Also jetzt im Moment liege ich ein bisschen verkehrt rum. Okay, das ist jetzt, wenn ich sozusagen während des Fluges zumindest meine Position verlasse. Und haben die mir jetzt hier überall die Hülle weggeschossen oder was? Sieht auf jeden Fall ziemlich putzig aus. Aber es kann auch sein, dass es einfach ganz normale Clipping-Fehler noch sind. Weil ich hoffe nicht, dass so mein Schiff aktuell aussieht. Dass sie mir überall die Panzerung weggeknallt haben. Also, wieder hinsetzen und hoffen, dass jetzt wieder irgendwas funktioniert. Okay, jetzt muss ich mal wieder in die Tastatur reinschauen. Weil ich mir da auch noch nicht so genau merken kann, wie die Key-Bindings sind. Also Landing System war das normal und mit M2 Automatic Landing. Okay, mal gucken, ob wir das eingeschaltet bekommen. Gut. So, und jetzt brauche ich bloß hinzufliegen. Wobei ich denke, ich brauche noch einen Landerequest. So sehe ich nichts mit den Scheinwerfern da überall. Also, Optionen, Keybindings. So, Landing Target, F. Okay, wahrscheinlich dann einfach nochmal, während ich so ein Ding drin habe, auf F zu klicken. Landing request approved. Engaging. Jawohl. Landing gear deployed. Ah, sehr schön. Ja, mit automatisch landen geht es natürlich sehr viel einfacher. Der kommt einfach senkrecht runter. Als wenn ich versuche, da manuell auf diese komischen Fleck zu kommen. Gut, so, aussteigen. Naja, ich kann natürlich auch mitten im Weltraum aussteigen, was ich jetzt allerdings weniger vorhatte. Hier schwebe ich über der Raumstation und dort dreht sich mein Schiff. So, jetzt ich wieder von außen, hier mit den Steuerdüsen, während ich hier rumfliege und mir wahrscheinlich gleich mein eigenes Schiff vor den Latz knallt.
Stopp! Da komme ich doch nie wieder rein. Okay, also ich bin stabiler als mein Schiff. Ich kann mein Schiff aufhalten. Coole Sache. Wenn mein Schiff da rumfliegt, dann ist es wahrscheinlich gleich im Eimer. Von außen sieht es aus, als hätte es noch mehr Armor, als es von innen aussah. So, wieder zur Tür aufmachen. Ja, einsteigen. Puh, ich bin wieder im Schiff. Und landen. So, also den ersten Teil. Ups. Gut, also so die ersten Piepserlinien musste ich da noch selber hin, aber den Rest macht er dann automatisch. Zumindest wenn der automatische Auto-Landemodus wirklich aktiviert ist. So, und jetzt probiere ich nochmal hier drauf wieder auszusteigen. Gut. So, alles normal abgestellt. Und jetzt klettere ich aus dem Raumschiff. Mal gucken, ob jetzt meine... diese komischen Punkte aktiv sind, wo ich dann vielleicht mal meine Ausstattung reparieren kann. Ansonsten muss ich einfach nochmal... Aber irgendwie geht das Schiff nicht so richtig auf. Scheint doch einiges kaputt gegangen zu sein. Ja, jetzt sind da unten zumindest hier diese, ja, diese Marker. Achso, Quatsch. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Genau, weil die muss ich jetzt, nehme ich dann wieder mit der Maus für das Head-Up-Display. Genau, Laser Cannon. Okay, die scheint noch in Ordnung zu sein. Dann gucke ich mal auf der anderen Seite, weil die ist mir ja eigentlich weggeschossen worden irgendwie. Aber vielleicht ist sie jetzt auch schon wieder in Ordnung gebracht. Mal gucken. Okay, es scheint, als sei das Ding schon wieder repariert jetzt. So, nochmal nachgucken. Ja, Laser Cannon. Steht zumindest, dass die Laserkanone da wäre. Das heißt, die Grundausstattung ist wieder hergestellt. Für hinten habe ich noch nicht wirklich... Hier wäre es natürlich lustig, wenn man jetzt noch ein paar Sachen irgendwie kaufen könnte. Der Kyrostar, der da irgendwie aktiviert ist. Und was haben wir da hinten noch? Ein Flash Freeze. Attached to none. Aber ein Flash Freeze ist auf jeden Fall da. Und das sind irgendwelche Paint-Punkte, wo ich wahrscheinlich irgendwas dann... LPT Iron Burst. Ich weiß gar nicht, wieso die da oben nochmal sind. LPT Iron Burst, Missile. Ich habe gar keine Missiles installiert. Ja, sind auch keine da. Also eigentlich sieht es ja so aus, als müssten eigentlich vier installiert sein. Dabei habe ich ja nur zwei im Waffenmodus drin. Aber nun gut. So, das ist Missile. Da, 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 da. Und das da waren Paintings. Naja, dann steige ich jetzt nochmal ein und hoffe, dass mein Schiff jetzt wieder tiptop ist. Und vor allen Dingen, dass es auch automatisch aufgeladen ist und so weiter und so fort. So, Einstieg. Es hat noch keinen Boden zurückgekommen. So, mal gucken, ob meine Waffe jetzt wieder funktionsfähig ist. Ansonsten muss ich doch nochmal ausloggen und wieder reinkommen. Und all systems online. Okay, mein Laser ist immer noch kaputt. Try again later, or
Wieso kann ich mein Schiff jetzt nicht abrufen? Ist es noch gelandet? Also ich, das war ja auf B8. Ist mein Schiff etwa noch da draußen? Stimmt, beim letzten Mal, wo ich es ein zweites Mal abgerufen habe, da bin ich vorher gerade gegen die Station geknallt. Weil ich jetzt natürlich keine Ahnung habe, falls ich das Schiff woanders gelandet habe, wo das genau gewesen sein könnte. Das heißt, dann heißt es erstmal rumlaufen, kein Schiff da. Und Schiff suchen. Beziehungsweise ich kann hier zumindest auch einfach rumfliegen und im Weltraum spazieren gehen. Okay, da unten ist ein Schiff. Ui, Jumping, mein Schatten. Tschu. Das sieht nicht nach meinem Schiff aus. So haifischmäßig war das Ding nicht drauf. Und da kann ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt einsteigen. Schade. Okay, wo könnte mein Schiff jetzt gelandet sein? Da oben steht noch eins. Gerade abgeflogen. War auch nicht mein Schiff. Da steht noch eins. Dies ist ja ein Käse. Wo finde ich denn jetzt mein Schiff wieder? Also zwischen... So, dann bleibe ich jetzt mal in der Luft, weil die Luftperspektive ist auf jeden Fall die bessere Übersicht. Und wenn, müsste ich eigentlich da drüben zwischen den beiden Dingern gelandet sein. Dann müsste irgendwo diese Schrottlaube noch rumstehen. Mann im Weltall. Mit Steuerdüsen rechts und links und oben und unten, vorne und hinten. So, dieses Mal sieht meine Kammer schon wieder ein bisschen anders aus. Und okay, ich habe den Raumanzug diesmal gleich wieder an. Ja! Also B05, mein Schiff ist wieder da. Ach, diesmal habe ich auch wieder meinen Zeiger, also die Anzeige. Irgendwie scheint es nicht immer so optimal zu funktionieren. Aber ist ja alles noch Pre-Alpha oder sonst was. Also B05, da geht's weiter. Juhu. Okay, und diesmal sind meine Marker gleich aktiviert. Aber jetzt ist das Schiff hoffentlich wieder in Ordnung. Und hat auch wieder einen Fußboden. Und auch sonst überhaupt ist es wieder vollständig. Ja, also ein Boden hat es wieder. Das Cockpit ist immer noch ziemlich durchsichtig. Ups, nein. Okay, jetzt stehe ich auf dem Schiff. Das war so nicht gedacht. Also nochmal rein. Und ab ins Cockpit. Ja, das hoffe ich ja. Es steht ja schon hier. Gut. So, als erstes Mission auswählen. Und zwar, nein, nicht Public Enemy, sondern das da, Private Investigation. Ja. My husband recently died aboard the Gundo Kovalex Station, but the company is refusing to pay out his insurance claim, because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past.
I want you to go to the Kovalex station and send me evidence that my husband is innocent. But even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, really. Stand by, scanning. Attach the insurance claim to get you started. Stand by, scanning. And I hope to hear from you soon, one way or another. Ja. Auf jeden Fall wirst du von mir hören, sobald ich jetzt die Station erreicht habe. Obstructed. Das ist immer, wenn ich dann jetzt zu dicht an der Station bin. Oder zum Beispiel zu dicht an irgendwelchen Objekten, weswegen ich dann dort nicht direkt starten kann. Oder wahrscheinlich, weil der Planet im Weg ist. Dann sollte ich erstmal... Gut, also da kann ich hinfliegen. Da kann ich nicht hinfliegen, da ist der Mond im Weg. Dann gucke ich mal, ob ich dort noch eine einzelne Zwischenmission finde. Und da ist Restore Uplink. Gut, dann fliegen wir dahin. Machen wir da die erste Station. Also, auf geht's. Hoffen wir mal, dass da jetzt nicht so viele Piraten rumlungern oder höchstens einer, den ich dann hoffentlich klein kriege. Da unten, da ist er schon. Ah, es sind wieder zwei. Naja. Immer ein bisschen mehr auf die Schilde und dieses Mal schauen, dass ich den früher erwische. Boom. Ja, ich glaube, mein Schiff ist nicht sehr dazu geeignet, Piraten zu jagen. Wie viele schwirren jetzt hier eigentlich rum? Von wegen... Irgendwie war das gestern einfacher. Auf jeden Fall ballert er auch mächtig rum. Wenn ich nur wüsste, wie das mit dem Vorhalten klappt. Okay, da sind sie alle zwei. Aber die Frage ist, wen ich eigentlich gerade im Target habe. Ich denke mal schon den da oben. Reisfliegen. Ja, den ersten habe ich. Gut. So, jetzt den zweiten Piraten. Also wenn dieser nette Punkt da irgendwie, der dort angezeigt wird, dann treffe ich ihn auch tatsächlich. Wobei sich diese komischen Laserkanonen, die es ja eigentlich sein sollen, irgendwie eher anfühlen wie Schrapnelle. Zumindest wirken sie irgendwie so. You were there, das werden wir noch sehen, ob wer hier von uns beiden gleich drauf geht. Auf jeden Fall ist es nicht so intelligent, irgendwie direkt rein zu crashen. Was ist hier los? Es werden ja immer mehr. Ey, das sollte eine einfache Uplink-Repair-Mission werden. Ich hatte eigentlich keine Lust auf stundenlanges Dogfight hier. Okay, Schilde sind wieder aufgeladen. Leider bekomme ich irgendwie ziemlich wenig angezeigt.
Ha. Okay. Hier waren doch jetzt noch mehr, oder? Oder täusche ich mich? Freenex. 1500. Aber ich glaube, der ist jetzt kein Feind. Okay, ich sollte nicht gleich in den Satelliten reinfliegen. So, auf jeden Fall da drüben ist jetzt, glaube ich, so die Position, wo ich das Schiff dann parken kann, um letztlich in den Satelliten reinzukriechen. Aber irgendwie muss ich es dazu erstmal hier ein bisschen unter Kontrolle. Uah. Ja, so geht das nicht. Nochmal von vorne. Schiff ist gecrashed. Jetzt habe ich bestimmt einen ziemlichen Brummschädel. Verdammt, also irgendwie muss ich das mit der Steuerung noch besser hinbekommen. Aha. Okay, das heißt, wenn ich die jetzt frühzeitiger wieder haben möchte, kostet es schon Credits. Oder ich muss noch 1,5 Minuten warten. Und dann warte ich eben 4 Sekunden. Ja. Okay. Request Chip. Wieder auf B5. Wo B5 ist, weiß ich ja jetzt langsam. Der hat super. Er hatte keinen Helm auf. Warum sagt mir das denn keiner? Und täglich grüßt das Murmeltier. Also, da ich ohne Anzug aufgestanden bin, Anzug anziehen. So, ich sehe jetzt zwar immer noch nicht, ob ich einen anhabe oder nicht, aber ich hoffe mal, ich habe es. Und dann jetzt kann ich eigentlich von hier oben, ich glaube nicht, von hier oben komme ich nicht zu den Decks. Danger, Spacesuit required. Ich sag mal, ich habe den doch gerade angezogen. Also irgendwie funktioniert es nicht. So, nächster Versuch. Eine Mission erfolgreich abzuschließen und ein paar Credits zu verdienen. Immerhin sind die Animationen jetzt wieder da, also beziehungsweise die Körperanimation. Ja. So, also. Raumanzug an. Na los, keiner mehr drin oder was? Doch, Raumanzug ist ange. Jawohl, damit ich nicht gleich wieder drauf gehe. So, wo bin ich diesmal gelandet? Wieder im grünen Sektor. Pod 2. Ab nach unten. Auf Deck 1, um mein Schiff zu holen. Hopp. Da war doch eine Tür. Okay, ich bin jetzt wieder in Alpha. Moment mal. Also, da ist der Raum, in den ich rein will. Und da ist die Textur, die nicht funktioniert. Ah. Okay, also, her mit der Aurora. Landing Pad 4. Couchen. Spring Loaded Seat. Adjust only when occupied. So. Pilotensitz. Landing complete. Landing request approved. Okay.
So, ab aufs Board. Landing request approved. Irgendwie waren die Texturen jetzt gerade nicht so optimal. Enjoy the ride. Collision alert. Starboard. Also jetzt geht's erstmal wieder die Mission zu aktivieren. Standby. Scanning. So, Loading App. Also PE wanted. Thank you for getting in touch with me. EC Assistant. Okay, als erstes Restore Report to Probe. Das ist eine Mission, die ich auch noch nicht gemacht habe und ja, die mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde. Wenn denn jetzt hier was ist das denn jetzt schon wieder? Jetzt tauchen die verschiedenen Positionen nicht auf. Also zumindest normalerweise sollte da jetzt irgendwie stehen, dass da irgendwas ist. So, Quantum Trouble in Progress. Come in, random ship. Hi, welcome to the neighborhood. Second class junior cartographer Tessa Bannister reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Which okay. Yes, means I can stand totally by. See scan you right now. Okay, sie kann mich sehen. There was actually a reason to why I conned. I'm sort of not allowed to leave my post. Important jump point scanning and all. So, I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these cards? Stand by, scanning. Scouts are saying something's there, but can't ID it. Okay, ich soll jetzt andere Koordinaten überprüfen. Das wird mit Sicherheit auch nicht ungefährlicher. Unidentified Signal. So, wie weit ist das jetzt weg? Acht Prozent, das ist ja ewig weit weg. Na, was mich da wohl erwartet? Also, dann mal los. Unidentifizierte Signale sind doch immer optimal. Natürlich Piraten. Drei Stück oder Level 3. Radar Contact. 17. Standby, scanning. Radar Contact. Radar Contact. Standby, scanning. Standby. Ach je, was ist denn hier noch alles los? Boah. Okay, da sind noch ein paar andere, die auch hierher fliegen. So, die Frage ist jetzt natürlich, so, habe ich jetzt mit denen was zu tun? Die sind noch 30 Kilometer entfernt, das ist doch nicht mein Target. So, das sind die ganzen Uplinks, die zu reparieren sind. Okay, dann versuche ich jetzt mal einen von den Piraten abzuschießen und hoffe, dass damit die Mission irgendwie abgeschlossen wird. Okay, jetzt sind gar keine Piraten mehr vor Ort. Standby, scanning. Okay, jetzt habe ich Piraten in der Nähe. Okay, inbound Missile. Kann ich die eigentlich abschießen? Der hat daneben von wegen Missile evaded. Scheint mir nicht so, als wäre ich der wirklich ohne weiteres entkommen. Stand by for shields. Okay, also den Piraten habe ich irgendwie noch nicht so richtig im Fokus. Jetzt sind die Waffen schon ziemlich auf entladen. Engaging landing mode. Oh, jetzt hatte mein Piraten schon abgeschossen.
Okay, da ist jetzt ein anderer Pirat hinter mir her. Der aber wahrscheinlich auch schon einige Treffer eingesteckt hat. Okay, der nächste Pirat ist ebenfalls da. Und ich wurde mal wieder abgeschossen. Die Frage ist nur, von wem diesmal? Okay, zumindest sind die Animationen jetzt noch da. So, also aktuell fehlt mir mal wieder der Raumanzug. Den habe ich jetzt schon an. Okay, so, wo probiere ich es jetzt als nächstes? Restore Uplink. Probieren wir mal, ob ich da dieses Mal einigermaßen sicher bin, sobald ich aus dem Bereich hier raus bin. Da liegt keine Mission drauf. Ach komm. Gibt es noch weitere Missionen? Repair Array 730. Gut, dann machen wir die neue. Also, auf geht's. Hoffen wir mal, dass da jetzt nur ein Pirat rumschwirft und nicht wieder zwei. Und dass ich die rechtzeitig klein bekomme. Auf jeden Fall werde ich schauen, dass ich nicht wieder in Kollisionskurs gehe. So, Quantum Travel Complete. Pirat Nummer 1 ist da. Und Pirat Nummer 2 ist auch da. Super klasse. Na dann. Schauen wir mal, dass ich hier überlebe und danach nicht mit diesem blöden Teil kollidiere. Nein! Was hat denn der für tolle Laserteile da? Ja, hinterherfliegen. Komm schon. Ha, cool. Ein paar ordentliche Treffer und dann ist das Ding tatsächlich erledigt. So, Pirat Nummer 2. Boah, mit einem Treffer? Ey, du spinnst wohl. Die Schiffe scheinen alle noch ziemlich schwach zu sein. Das heißt, meins lässt sich genauso einfach abschießen wie die Nussschale. Okay, Schilde sind wieder aufgeladen. Hey! Enemy destroyed. Gut. So, dann hoffe ich, dass ich mich jetzt dieses Mal ein bisschen besser an den Satelliten anschleichen kann. Wie man sieht, ist der aktuell offline, weil der rot blinkt. Und jetzt ist es nämlich meine Aufgabe, den wieder einzuschalten. Also, hin da. Wie weit bin ich denn jetzt noch entfernt? Wieso ist denn da keine Angabe? Okay, 400 Meter kriege ich den eigentlich auch in die Zielerfassung? Anscheinend nicht. Naja, auf jeden Fall muss ich schauen, dass ich da rechtzeitig abbremse, damit ich da nicht irgendwie gegenfliege. Und dann heißt es, einen kleinen Weltraumspaziergang machen. Wobei noch die Frage ist, wo? Okay, irgendwo da an der Seite muss ich rein. Aber dazu muss ich erstmal aussteigen. System critical. So. Die letzten Meter lege ich sozusagen zu Fuß zurück. Endlich mal eine Mission, die ich dann hoffentlich abschließen kann. So. Tür auf. Für den Weltraumspaziergang.
Ja? Bist du offen? Ausstieg. So, zum Satelliten. Nein, wo treibst denn du dich jetzt hin? So bin ich jetzt schon so weit von meiner Aurora weg. Hat mich glatt der Luftdruck gleich rausgeschleudert, oder wie? Naja. Hänge ich mal wieder im Weltall rum. Okay, 160 Meter ist hier entfernt. Aber es geht ja eher darum, dass ich zu dem Uplink komme, um hier den wieder online zu bringen. Braucht alles seine Zeit. Aber das Weltall ist ja groß und es gibt viel Zeit, viel Zeit. Meter um Meter nähere ich mich dem Ding wieder an. Da heißt es noch ein bisschen besser Parkpositionen finden in Zukunft. Am besten gleich sich seitlich so hinstellen, dass ich hier rübergeschleudert werde und nicht erst Meter weit weg. Mal gucken, gibt es hier eigentlich irgendwelche Target-Möglichkeiten? Neues Target. Ja. Oh oh, was ist denn das für Geräusche? Ich will nicht, dass mich hier jemand abschießt. Ich finde es eher erstaunlich, was man hier so alles im Weltall hören kann. Mission Withdraw, Repair Array 625 ist erledigt. Dann hoffe ich mal, dass ich den hier noch rechtzeitig abschließe, bevor mir jemand in die Quere kommt. SCC Command Array 730. War das nicht 725? So, jetzt bin ich fast drin. Da sieht man mal, wie groß dieses ganze Array überhaupt ist, so im Vergleich zu mir. Da soll ich nämlich den Uplink restoren. So, ein bisschen gerade machen. Und dann rein da. Flatter, flatter. So, ja, nicht dagegen stoßen. Schön ausweichen. Okay, irgendwo ging es hier rum. Hoffentlich ist das jetzt der richtige. Irgendwie geht es hier nicht weiter. Taschenlampe einschalten. Verdammt. Okay, da hinten muss irgendwo das Ding sein. Wo bin ich denn jetzt? Mal hier ein bisschen rumfliegen. Da bin ich doch gerade reingeflogen. Oder? Nee, Danger, das sieht gut aus. Da, wo es gefährlich wird, da muss ich hin. Ja, jetzt bin ich sozusagen so im Inneren von diesem ganzen Apparatur. Und da bin ich schon beim Kommando-Array. Einmal bitte neu starten. Uplink offline. Mission completed. Mission Array 730. Hey, da stimmt sogar die Außenbezeichnung. Cool. So, geschafft. Eine Mission abgeschlossen. Hat ja einen langen Anlauf gebraucht. Und dann gilt es jetzt noch, die anderen beiden Missionen zu machen. Einmal Find Evidence. Das werde ich jetzt als nächstes machen, weil da muss ich ja hoffentlich nur auf dieser Station landen. So, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Irgendwie da oben bin ich doch reingeflogen. Da, wo diese komischen Dampfleitungen sind. Da geht's raus. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau auf der falschen Seite rausgeflogen.
Wo ist mein Schiff? Ja, ich sag's euch, ich bin genau auf der falschen Seite rausgeflogen. Einmal jetzt um das Ding wieder drumherum fliegen und zu meiner Aurora zurückkehren. Mission Restore, Repair Array 556. Ja, da sind noch ein paar andere Leute unterwegs, die auch Sachen reparieren können. Noch 140 Meter. In 100 Metern erreichen sie ihr Ziel. So, jetzt muss ich nur wieder einsteigen. Collision Alert. Oh. Kann ich eigentlich einfach reinfliegen? Nee, ne? Wo es eigentlich gehen müsste. Aber nun gut, dann machen wir Use und klettern wieder ins Schiff. Okay, jetzt habe ich endlich wieder Zugang zum Pilotensitz. War ja mühsam genug. So. System critical. Stand by for shields. Gut, Schilde sind wieder online. Und Abflug. So, jetzt möchte ich zur Find Evidence. Auf geht's. Wieso ist das noch obstructed? Okay, jetzt bin ich am Array vorbei und jetzt kann ich hinfliegen. Oh ja. Mal gucken, was wir für die Lady tun können. Scanning. This Kovalex Shipping Hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. Okay. Das Ganze lässt sich aktuell angeblich nicht erreichen. Aber ich gehe davon aus, ich soll trotzdem landen, um nämlich eben was rauszufinden und ein bisschen vielleicht in der Station was zu suchen. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da in der Station rumlaufen kann, um dann die Mission zu erfüllen. Okay, jetzt müsste ich ja eigentlich mal an der Stelle ankommen. Engines low. Wo ich das Find Evidence machen soll. Genau, ich soll jetzt eigentlich hier irgendwie versuchen zu landen. Engaging Weapons Mode. Engaging Landing Mode. Okay, also direkt landen. Ah, nein, 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 nein! Landing Gear. Verdammt! Es hat doch fast geklappt! Wieso hat er jetzt so verdammt beschleunigt? Okay, Animationen sind noch da, das heißt, es besteht noch eine gute Chance, weiterspielen zu können. So, Search Kovalex Shipping Hub for Evidence, da bin ich ja schon. So, Located Identify the Signal. Das hat anscheinend noch nicht funktioniert, weil ich war zwar in der Region, bin aber abgeschossen worden. So, Journal, Loading App. So, also, willkommen zu Port Olisa, Crusader und das jeder Travel hat man schon. Forward, Donald, Denard, Benefication Claim. As you know, I have been in the Beneficial Claim resulting from the loss of Donald Ward. Das ist ja das, wofür ich unterwegs bin. In Personal Life Policy have the following exclusions. Weil er halt irgendetwas gemacht hat, weswegen das Ganze nicht. Genau, das ist das, was mir vorhin auch vorgelesen wurde. Gut, soweit, so klar. So, Request Ship. Landing Pad A6. Und? Lässt du mich jetzt hier automatisch landen? So, wie komme ich jetzt hier runter? Landing complete. Oh, cool! Wobei, das sehe ich noch nicht so, dass das
bis das Ding steht. Okay, dann lass mal aussteigen. System critical, radar contact, landing complete. Cool. Ich bin auf einer fremden Raumstation halbautomatisch gelandet. So, einmal aussteigen, andere Seite. Jetzt schauen wir mal, was wir für die nette Dame jetzt rausfinden können. Hui. Sieht nicht so aus, als würde hier viel Schwerkraft herrschen. So, muss ich jetzt gleich da oben reinfliegen oder kann ich hier unten lang? Ja, ich sollte nicht überall gegenstoßen. Das macht mein Kopf nicht gerne mit. Komisch, dass die aktuell keine Gravitation haben. Aber wird schon seinen Grund haben, warum das ganze Ding Pressure reißt. Locked. Also von der Seite komme ich nicht rein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch direkt oben reinfliegen. Sind die Dinger jetzt hier alle leer oder sind da Glasscheiben drin? Scheinen leer zu sein. Oder? Bin ich jetzt durch? Ja. Okay, dann weiter nach oben und gucken, was sich dort rausfinden lässt. Da ist eine Box. New Object. Upload Evidence. Please was? Leave the area. Kann man die Dinger benutzen? Hey Dermo, it's Ravine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Helped you out a bit? Bye. Dermo, Ravine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Dermo. Call me. Journal Entry added. Hey, cool, man kann einfach Sachen finden. Lass mich mal nachgucken, was da dazugekommen ist. Ja. Tokyo Nibet, 200. Power Distribution Problem. Daniel Rechelgen. Getting tired of waiting, Daniel, call me. Da ballert jemand rum. Ich hoffe, er schießt nicht auf mich. Ich habe nämlich keine Waffe dabei. Die Frage ist jetzt hier natürlich nur, komme ich da durch? Ich habe keine Taschenlampe dabei. Alles ein bisschen duster hier drin. Ah, hier ist es heller. Ups. Für eine Raumstation zu schweben statt zu laufen ist auf jeden Fall schwieriger. Weiter! Na. Lass mich da rein. Also, komm, seitlich durchfliegen. Einfach reinfliegen. Da ist doch nix. Okay, dann suchen wir uns doch noch einen anderen Zugang. Also, wo ist das Evidence? Außerdem ist mein Journal-Log irgendwie aktualisiert worden. Dann muss ich mal noch nachschauen, was da jetzt eigentlich als Aufgabe drin steht. Mission PE Wanted. Search coverage shipping. Upload evidence from Cordex once investigation is complete. Okay. Das heißt, ich soll hier noch weiter suchen, ob ich irgendwelche Sachen finde. Mal gucken, was ich mit dieser komischen Box da anstellen kann. Okay, nix. Bin ich einfach durchgeflogen. Aber da hinten ist noch ein Deck.
Ich sehe zwar kaum was, aber... Okay, mal gucken, ob ich irgendwie irgendein Licht einschalten kann an meinem Suit. Ah, Flight. Und Food. So, mal gucken. Flashlight, Tee. Das ist doch genau das, was ich brauche. Ich hoffe, ich habe eine dabei. Also, Flashlight. Ja. Okay. Eine Taschenlampe ist schon mal sehr hilfreich. Sehe ich auch, wie ich die halte. Die scheint eher aus meiner Brust auf meinem Oberkörper zu strahlen. Aber nun gut. Hauptsache, ich sehe hier ein bisschen was und kann mich etwas orientieren, dass ich hier irgendwo weiterkomme. Ist die Tür auch gesperrt? Identify Signal. Ist die andere Mission. Global Power System. Aber ich kann nichts aktivieren. Generated Power. Thrust Output. Current optimal. IR 35, EM 205. Heat 90 und 70 wäre optimal. Scheint ein bisschen zu hoch heiß zu laufen, das Teil. Was ist das denn für eine Maschine? Ich würde ja noch davon ausgehen, dass ich einfach irgendwo eine Energieversorgung aktivieren muss, damit diese Teile dann Strom haben für die Tür. Okay, das sind irgendwelche Teile, die ich auf jeden Fall hier irgendwie rum bewegen, werfen oder sonst was kann. Oder in denen ich mich verhakeln kann. Das gefällt mir jetzt aber nicht sehr. Das heißt, an dem Ding hänge ich jetzt irgendwie fest. Oh mein Gott, ich steck fest! Oh Gott. Ich bin in einer Metallplatte gefangen. Okay, jetzt nicht mehr. Dass sie die Mission so reinsetzen, dass sie überhaupt nicht spielbar ist, wäre ja irgendwie schon ein bisschen blöd. Also gehe ich doch mal davon aus, dass die Mission zumindest abschließbar ist. Ah, Moment mal. Da ist ein Fahrstuhl offen. Ha. Und geht's da irgendwo hin? Geht's nach oben irgendwo hin? Hey, bin ich jetzt woanders? Ich bin jetzt auf Deck 3. Eine Access Card. Kann ich die mitnehmen? Komm schon her damit. Nee. So ist es dann doch wieder nicht. Aber ich bin auf jeden Fall auf einem anderen Deck gelandet. Deck 3. Soll ich immer noch Upload Evidence machen? Ja. Da ist auf jeden Fall mal ein grünes Signal. Und da ist ein Haufen Krimskrams. So, dann mal wieder rumdrehen. Sieht so aus, als gäbe es hier ein weiteres Terminal mit einer weiteren Information. Ja! Mein Journal. Samwell Recover Data. Annual Employee Reviews VIP. Ross Bilo Notes, Daniel Ward Notes. Was a little impressive. First time he came back, but he settled back solid routine. Okay, das sind irgendwelche Medics-Sachen wahrscheinlich. Wieso ist die diesmal nicht abgespielt worden? Die Steuerung ist noch ein bisschen unpraktisch. Hey babe, just got the package you sent. Thanks for million of Moby Mod. It's incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with the shining. Okay, der hat irgendwas angestellt.
So, Mel Oski, Scott Hamill mit Oski. Less talk, more drinking, Darnell. Hey Darnell. Get in on this. No thanks, come on. Okay. Den sollte ich hier nicht benutzen. Wenn er dann automatisch seine Suit auszieht, dann bin ich ziemlich geliefert. Okay, so, das war jetzt hier dieses grüne Ding. Von da bin ich gekommen und dann geht's hier weiter. Schwirrt alles Mögliche rum. Da ist noch ein Terminal, dieses ebenfalls grün. Achso, dann ist es eine zweite. Zweiter Wohnbereich. Aber hier gibt es keine. Nichts zum Auslesen. Dann mal zum nächsten Slot. Fahrstuhl, Weg, was auch immer. Also, wo geht's da hin? Nach oben geht's nicht weiter. Es sieht genauso aus wie auf der anderen Seite. Na, Moment. Da liegt was anderes rum. Ein weiterer Hinweis. Bot-Scanner. Audio lässt sich aber nicht abspielen. Okay, Audio heißt wahrscheinlich erstmal nur, dass es eine aufgezeichnete Nachricht und keine Textnachricht ist. Aber die sind dann noch nicht übersetzt. Also, hey Rec, it's Darnell. Where the hell have you been? Your shift started there. Ist vor 3 Stunden gestartet, ich weiß es, sorry. Breakdown of the current power flow of the station and it's looking like I will need to run a stress test on the whole system to see where the runoff is. Okay. Sounds good. Gut. Keep an eye on it. You know when you finish running the test. We will do. Okay, also der hat noch einen Test laufen lassen. Und die Frage ist nur, was dabei schiefgegangen ist. Okay, aber sonst ist hier unten nichts zu finden. Es ist kein weiterer Gang. Nee. Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Ah, Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell. Jetzt bin ich endlich auf der anderen Seite. Jetzt bin ich nämlich wieder hier oben. Und zwar in dem Raum, wo ich vorhin nicht reingekommen bin, wahrscheinlich. Da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas Grünes. Nee, Deck 2 bin ich jetzt. Das andere war ja Deck 1. Upload Evidence bin ich auf jeden Fall ziemlich dicht dran. Sehr schön. Das heißt, da kann ich die Informationen eintragen. Oder halt übertragen. Okay, das ist der Lagerraum, in den ich vorhin nicht reingekommen bin. Von dem ich aus dachte, dass ich hier hinkommen könnte. Na gut, dann probieren wir mal, die Evidence hochzuladen. Objective complete. Objective complete. Find Evidence. Erwartet. Mission completed. Cool. Journal Entry added. Also, Server Log. Das sind alles die Geschichten. Warning Power System Overheating. Alert Power System Offline. I want to let you know that I received the information you sent and will be uploading the payment to your account. I guess you shouldn't be surprised. I knew how hard the struggle was, but I guess I had hoped for better. After all, it seemed that Kovalex was right. I'm sorry, he cost these people their lives. And at least I know the truth now. Also ich hätte ja eher gedacht, dass das so klang, als hätte er einfach einen Testlauf gemacht und irgendwas ist dabei schiefgelaufen. Aber dass er jetzt die Schuld daran hat, naja. Okay. Ab noch zur letzten Mission, um diese komische Stelle da zu scannen.
Und dann reicht es auch soweit mit den ersten Missionen, die jetzt hier verfügbar sind. So, wieder ab ins Schiff. Genug in der Raumstation rumgegondelt. Und nein, zum Schlafen ist noch keine Zeit. Lieber wieder abfliegen. Hui. Mission accomplished. Okay. Alle Systeme online. So, weg von der Station und Identify Signal. Also, jetzt fliegen wir nochmal dahin und hoffen, dass ich mich nicht gleich wieder von den Piraten abschießen lasse. So, Start. 96% Quantum Fuel. Okay, angekommen. So, wie viele Piraten muss ich jetzt erledigen, damit ich... So, mal gucken, wie das jetzt mit den Boostern aussah. Nee. Cruiser. Da ist noch einer. Das sind die Missile. So, Cruiser ist dann irgendwie ein ziemlicher Speedboost. Okay, Cruiser ausschalten. Ah, okay, jetzt ist wieder Pre. Das heißt, das sollte jetzt wieder die Sync-Geschichte sein. Okay, jetzt gibt es aber keine USMC-03 irgendwas. Jetzt schon wieder 1000 Dinger vorbei. Ich hoffe mal, das ist ein freundliches Schiff und es schießt mich nicht gleich wieder ab. So, jetzt ist nur noch die Frage, was ich jetzt hier machen soll. Also, nochmal ins Journal gucken. Locate und Identify the Signal. Ist das da die... Ne, jetzt ist er auch weg. Okay, was gibt's hier? Quantum Drive. Gibt's einen Haufen Com-Arrays, die ewig weit weg sind. Aber dort gibt es diesen Sprungpunkt. Den soll ich ja wahrscheinlich anfliegen. Gut, also wieder in den Cruiser-Mode. Okay, aber ich komme auch so näher. Aber da ist wieder ein Pirat aufgetaucht, der mir jetzt ziemlich an den Fersen klebt. So, jetzt muss ich gucken, welchen Modus ich anhabe. So. Okay, der schießt schon auf mich. So, auf jeden Fall habe ich ihn auch schon getroffen. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass... Was? Okay, die Schilde waren unten. Aber den Piraten... Da ist ja jetzt gerade einer in die Luft geflogen, waren es schon wieder zwei. Missile evaded. Scheiße, verdammte, was ist hier los? Meine Laser sind destroyed. Na, das war's dann. Dann wird das jetzt wieder nicht gelöst. Dann kann ich ihn höchstens noch versuchen zu rammen. Da flattert doch, da schießt doch jemand hinter mir. Ja, Dr. Michael und Iceman, die hier irgendwie rumballern. Die Frage ist nur, schießen die eigentlich auf mich oder schießen die auf die, haben die auf die Piraten geschossen? Warning, Shields down, alles critical. Ja, irgendwelche Repair-Drohnen oder sonst irgendwas scheint es nicht zu geben.
Und um den Piraten scheinen sie sich nur bedingt zu kümmern. Wie sind die denn jetzt so schnell da weggeflogen? Ich fliege im Moment auch irgendwie sonst wie. Fliege eher rückwärts und habe im Moment überhaupt keine Möglichkeiten zu steuern. So, jetzt würde mich ja trotzdem noch mal interessieren, wie weit war ich, bin ich jetzt weg von dem, von diesem Punkt, den ich scannen sollte. Weil die sind alle weit entfernt. Und da ist die 0%, 12,2 Kilometer. Gut, das wäre auf jeden Fall die Position. Nur, dass ich jetzt wahrscheinlich keinerlei Bewegung mehr habe, um da irgendwann anzukommen. Alle Sachen zerstört. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob ich irgendwie aussteigen kann und da irgendwas reparieren kann. Das wäre ja zumindest mal noch ein Versuch wert. Okay, mal gucken. Was passiert, wenn ich aussteige und versuche, an dem Schiff irgendwas zu reparieren? So, schlafen legen kann ich mich auf jeden Fall und auf bessere Zeiten warten. Da liegen die Metallbruchstücke in meiner Koje. Kann ich den Ausblick eines kaputten Schiffes genießen. Von wegen, dass die Schiffe wahrscheinlich so komplett zerstörbar sein sollen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie komme ich hier wieder weg? Okay. Wieder aufstehen. Piepst da eigentlich meine Lebensanzeige? Das müsste eigentlich irgendwas im Schiff rumpiepsen. Vielleicht explodiert es eh irgendwann, weil der Reaktor hochgeht. So, werde ich jetzt gleich wieder rausgeschleudert. So, wie weit bin ich jetzt vom Schiff weg? Da unten ist es. Ach du meine Güte. Das hole ich doch nie wieder ein. Ja, stimmt, das Schiff stand ja nicht still. Bye bye. Es wird auf ewig in der Welt herumtreiben. Tja, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Gestrandet in Outer Space. Kann ich jetzt einen der Asteroiden besiedeln? Und gucken, ob die erreichbar sind. Wer weiß, wie lange das dauert. Ja. Also mein Schiff verschwindet schneller, als ich dem hinterherfliegen kann. Es war vielleicht doch keine so gute Idee auszusteigen. Dem Asteroiden scheint ich mich auch nicht wirklich zu nähern. Dann würde ich mal sagen, genug für heute. Gestrandet in Outer Space. Bye bye, Schiffchen. Auf nimmer Wiedersehen. Und ich hänge ja irgendwo im All herum. Oh, irgendwie ist es doch mein armes Schiff. Das war's. Gibt nichts mehr, was ich hier einstellen kann. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es Neues aus Star Citizen gibt und mehr zu tun und andere Geschichten und so weiter und so weiter. Also, bis bald. Tschüss.